ich ja ein Fancy-Club-Abo mit euch zusammen erstellen, beziehungsweise einmal erstens meins bearbeiten, was ich habe. Da werde ich was raustun von den Düften und wieder was hinzufügen. Und dann will ich von diesen aktuellen Bring Back My Bar Düften eben schon meine Favoriten mit hinzufügen, obwohl ich am Überlegen bin. Jetzt hat, kann man die ja. Ja, okay, die gibt es nicht reduziert gerade, gell? Aber ihr könnt sie mir im 6er Sparangebot eben holen. Ob ihr mir nicht meine Lieblingsdüfte im 6er Spar-Abo nochmal nachholt und dann in Sensi Club, weil ich ja nur alle 2 Monate mein Sensi Club-Abo kriege und nicht, dass mir das zu wenig ist, dass ich meine Düfte gleich mal da habe. Also, und ich bin noch am Überlegen. Jetzt habe ich gerade meine Düfte. Halli, hallo. Gerade meine Düfte. Wer ist denn alles da? Caro, Christina, Verena. Halli, hallo. Ja, man hört gerade weniger, man sieht es wahrscheinlich auch, mir geht es nicht so toll. Also mir geht es eigentlich gut, aber die Augen machen nicht so mit und es ist wahnsinnig anstrengend. Ich habe sehr, sehr massiv trockene Augen. Also es ist wohl sehr, sehr selten, dass die so trocken sind wie bei mir. Oh, danke für die Herzchen. Aber ja, was will man machen, gell? Und ich packe es nicht lang, irgendwie am Bildschirm was zu machen oder wenn ihr euch schreibt. Hi Nicole, ganz viele haben schon gefragt, ob alles okay ist, ob irgendwas zwischen uns vorgefallen ist oder so. Und dann sage ich, nein, alles okay. Aber ich schaffe es gerade nicht, zurückzuschreiben oder so viele Sachen zu gucken. Oder es ist, ich bin so kaputt, ich bin echt fertig. Die Augen, sieht man gar nicht mehr, was das anstrengt. Und wahrscheinlich diese Bildschirmtätigkeit, dann war ich oft beim Lidl jetzt eingesprungen, bin echt fertig. Also ich hocke dann oft dann daheim und tue erst mal die Augen zu. Einfach die Augen zulassen. Ich habe letztes Mal gegessen und habe halt mit Augen zugegessen. Oder so ein Kühlding. Ich habe auch diese Kühldinger vom Heuschnupfen. Hi Nicole, habe ich da dran. Und ja, man sieht es leider halt. Ja, ich schaue schrecklich aus. Aber ja, ich will halt euch die anderen Sachen eben nicht vorenthalten. Ihr habt noch ein Video gemacht, weil es die Valentinstagskollektion neu gibt. Und die Duftlampe des Monats, wo ausverkauft ist, das muss ich jetzt danach nur bearbeiten, weil ihr euch dann nur die Bilder einblenden wollt, dass ihr wisst, wie, wo, was ausschaut. Aber ich muss immer wieder Pause machen, weil ich schaffe das mit den Augen nicht. Also tut mir leid, falls ich mich nicht so oft melde oder nicht so schnell sofort zurückschreibe oder die Videos gerade weniger sind. Es ist sonst alles okay, aber mit den Augen, es macht mich fertig. Ich krieg's nicht hin. Also die fallen zu. Vielleicht ist das frühe Aufstehen. Musst heute auch um 4 Uhr aufstehen. Um 5 Uhr bin ich losgefahren. Bis um 2:30 Dienst gehabt. Bin gerade öfter eingesprungen. Morgen habe ich Gott sei Dank Spätschicht. Ich kann hier ausschlafen. Aber dann muss ich auch um 12 Uhr los und komme abends um 8:30. Da passiert auch nicht viel. Also habe ich auch nicht so die Zeit, die Sachen noch zu machen. Mein Mann hat Urlaub. Der will natürlich auch nicht, dass ich die ganze Zeit am Handy bin. Das liegt dann auch noch mit da. Und vor allem, wir wollen ja auch die Zeit zusammen als Familie auch mal genießen. Haben oft jetzt Spiele gespielt. Genau. Ah, die kann ich euch nur zeigen, bevor es am Sensi Club losgeht, weil ich sie gerade hier sehe. Und zwar für den Luca. Okay, sehr toll. Drecksau heißt das Spiel, aber er lacht sich so lacht die ganze Zeit, weil er das so lustig findet. Da muss man die Schweinchen dreckig machen und dann kann man einen Stall aufbauen und dann gibt es einen Bauer, der wo in den Stall reinkommt und das wieder sauber putzen kann. Aber die Schweinchen will ja wieder dreckig sein. Und wenn alle 4 Schweinchen dreckig sind, der hat gewonnen. Genau, und dann gibt es nur eine Regenkarte, wo dann Regen kommt. Und die, die wo einen Stall haben, die bleiben verschont. Dann gibt es noch einen Blitz und einen Blitzableiter. Genau, ist ganz nett. Das ist eigentlich erst ab 7. Und der Luca ist erst 5. Und der ist eigentlich immer schwierig in so Sachen dran. Aber das geht locker ganz gut. Also, das kriegt sogar der Luca hin. Dann haben wir Wizard. Also, wir haben es nur von der Nachbarn ausgeliehen. Heute ist mit der Post kommen. Haben wir gestern nur von der Nachbarn ausgeliehen. Dankeschön, es war voll lieb. Wizard ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Und auch dieses, spricht man es aus? Skio? 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 Das ist auch ganz, ganz toll. Und einen Disney-Film haben wir angeschaut. Ich will eigentlich gar nicht andere Sachen sagen, aber es sind so viele Sachen, wo ihr eigentlich sagen wollt. Und ich kann so viel gerade nicht machen. Das ist echt schrecklich. Also, die Disney-Film Coco. Also, wer Disney Plus hat, ihr müsst unbedingt den Film Coco angucken. Coco, Coco. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Film, ein Hund oder so, aber das ist so, glaube ich, eine spanische Familie. Und da will der Junge unbedingt Musiker werden. Und die Familie ist komplett dagegen, weil halt früher was vorgefallen ist von der Familie. Die haben dann so Traditionen und es ist total unvorhergesehen. Also, das kennt man ja sonst gar nicht. Normal sieht ja immer so alles schon so vorausschauend, aber überhaupt nicht. Und der Film hat mich echt noch sehr beschäftigt und die Tränen sind gekullert und das hat mich echt sehr mitfühlender, richtig super toller Film. Also, am Anfang habe ich gedacht, ah, die ganze Musik,
Mal schauen, aber wenn man es bis zum Schluss anschaut, also ja, Hut ab, kein schlechter Film. Absoluter Nummer 1 Disney-Film bei uns. Ja, genau, Verena. Ich glaube, hast du das gesagt? Letztens hat jemand, ich habe mal gefragt, Disney-Film-Empfehlungen. Und es hat mir jemand empfohlen und den habe ich halt auf die Watchlist und jetzt haben wir ihn letztens anschauen können. Dann war mein Mann aber nicht da. Der war beim Kumpel eben gewesen abends und dann haben es Luca und ich angeschaut und dann war der so schön. Und dann haben wir am nächsten Tag, also jetzt gestern, haben wir dann mit meinem Schatz zusammen es nochmal anguckt und fanden mir alle drei ganz, ganz toll. Und sogar mein Mann war, also sehr mitfühlen. Normal ist der ja eher so kalt, aber man hat schon gemerkt, der hat dann so wegguckt und der glaube einmal so gemacht. Das macht er ja nochmal gar nicht. Oder ich weiß nicht, das darf ich wahrscheinlich auch gar nicht verraten. Aber der fand den auch und der hat da auch nur drüber nachgedacht, weil es da auch ging um Leute, die wo schon gestorben ist, dass man die nicht vergisst. Und ja, eine tolle Story. Also war ganz toll beeindruckend. Also ich bin noch ganz hin und weg von diesem Film, weil die neuen Disney-Filme sind ja oft, ich gucke immer eher die alten Sachen sonst gerne an, aber jetzt echt Vaiana finde ich wirklich toll. Luca, den Luca-Film, der ist auch lustig und toll. Also ja, Vaiana und Luca waren die zwei Lieblingsfilme von meinem Kleinen oder von mir auch. Und dieser Coco und Raya und der Drache, den haben wir noch gesehen. Genau, also falls ihr noch Filmempfehlungen habt, könnt ihr es mir ja noch sagen. Aber dieser, ja, war Coco. War nicht schlechter Film, echt schön. Nee, war wirklich toll. Jetzt, da steht gar keine Zeit dran, das habe ich ewig geschwätzt. Die anderen müssen immer vorspulen oder schneide ich es raus, aber ich bin zu voll zum Rausschneiden. Meistens lade ich die Videos immer hoch, außer ich will halt Sachen einblenden. Und zwar, ich kann euch ja dann umdrehen. Ich habe hier ja meine ganzen Düfte und ich sage euch jetzt erstmal meine Favoriten, wo ich am Überlegen bin, ob ich mir die in den Club hinzufüge. Und auf alle Fälle darf der Mediterranean Spa nicht fehlen. Oh, weil der ist so, das ist mein Flitterwochenduft, der erinnert mich an dieses Spa, an diesem Luxusding. Hi Sabrina, wo wir da geschaut haben, also der war so, so toll. Und ich freue mich, dass der zurückkam, weil den hat es ja mal gegeben. Und der ist halt so frisch und rein, einfach was Frisches mal. Weil nicht irgendein anderes Zeug und nicht immer irgendwas Süßes dabei, sondern ich will auch einfach mal was Reines, Frisches. Ich lese euch mal die Duftbeschreibung vor. Ach, der ist ja ganz leicht. Ein Satz. Entspannen Sie sich mit diesem sanften, frischen und luftigen Duft. Und der ist halt wirklich, also der ist so sanft, frisch, luftig, leicht, rein. Der hat so dieses Bading. Heine Nicolina, Hallöchen. Oh, ich finde den ganz, ganz toll. Und nicht nur fürs Bad, also den würde ich in jeden Raum nehmen, auch im Schlafzimmer. Oh, zu entspannen. Oh, oder auch im Esszimmer, wenn dann die Leute dann da sind. Ah, oh, das ist ein ganz toller Duft. Also ich bin total begeistert und ich glaube, ich werde jetzt so einmal nochmal extra bestellen im Sechser Sparangebot ein paar solche Düfte, nochmal die Lieblingsdüfte, dass ihr die ein, zweimal nimmt, den auf alle Fälle zweimal, den Mediterranean Spa. Ich zeige es euch immer, man sieht es eh nie, weil ich das nicht habe mit dem Scharfstellen, aber diesen mediterranen, also Mediterranean Spa Duft. Mega, top. Oh, meine Augen, ich sag's euch, das ist so anstrengend, ich habe so, ah, das juckt und es so heiße Augen und so trocken und das Licht blendet und oh, schrecklich, bin voller Jammerlappen zur Zeit. Blueberry Rush, Cheesecake, ja genau, das ist einer von den Favoriten von euch, Bäckereidüfte. Der ist halt wirklich Heidelbeer-Käsekuchenduft. Pur, oh, der ist schon irgendwie geil. Ich habe gerade gedacht, im Club weiß ich nicht, ob ich den jetzt rein tue. Vielleicht hole ich ihn mir noch einmal, weil ich mag die Food, diese Bäckereidüfte nicht so gerne. Oh, aber wenn ich es wieder so rieche mit dieser Heidelbeer, oh, ich krieg so Hunger auf diesen Käsekuchen. Ihr habt letztens Käsekuchen backen mit Heidelbeeren. Ich sag's euch. Jetzt kriege ich schon wieder Bock drauf. Oh, der ist schon geil. Also ich will den halt lieber essen, anstatt riechen. Am liebsten kein Schneibeißen. Oh, ist das schön. Ist das schön, mal wieder Video zu machen. Und ist das schön, da mal wieder. Mein Mann ist gerade zu einem Kumpel. Und er sagt, ja, ich kann Video machen. Und aber meine Augen. Und dann denke ich mir, da gucken alle wegen den Augen oder alle fragen, was da los ist. Also mir geht es sonst gut, aber ja, was will ich machen? Dann haben wir hier noch den Southern Evening. Das ist dieser Duft, wo man nicht beschreiben kann. Wo aber was hat, den habe ich auch gerade in der Küche in dem Jack Skellington Luft drinnen. Und der riecht warm, auch richtig toll, diese verschiedenen Mischungen. Das ist ein romantischer, wilder, toller Duft, obwohl der ja blumig ist. Der riecht
Der riecht total interessant, total unbeschreiblich. Ach, der ist aber, oh Gott, ich werd arm. Ich jeden Duft, wo ich riech. Ich weiß gar nicht, wie ich mich entscheiden soll, welche ich in Sensi Club reintun soll. Ich will nicht wieder so ein hohes Sensi Club monatlich haben. Es ist echt, ich kann mich schlecht entscheiden, aber bevor die weg sind, ach, der ist so toll. Der ist auch so toll. Also, wie eine Spur Parfüm, ja, so ein femininer Duft ein bisschen. Wie eine Spur Parfüm, die in ihrem Erwachen nachklingt. Diese Beschreibungen immer. Sorgt dieser romantische Wirbel aus französischem Lavendel, Lavendel mag ich eigentlich nicht, aber der Duft gefällt mir echt gut. Geranie, blumig mag ich eigentlich auch nicht. Feinen Früchten, mag ich. Und weißen Moschus, mag ich nochmal auch. Hi Yvonne. Für eine bezaubernde Flucht. Also ich finde, das ist wie so ein Romanzenduft, so ein wilder Romanzenduft. Eine unbeschreibliche Romanze. Nee, ich weiß auch nicht. Also wie eine Spur Parfüm, die in ihrem Erwachen nachklingt, sorgt dieser romantische Wirbel aus französischem Lavendel, Geranie, feinen Früchten und weißem Moschus für eine bezaubernde Flucht. Also ich hätte eher gesagt, eine bezaubernde Romanze und Abschalten von. Also der hat was. Das ist so, der ist irgendwie so komisch, so viele Sachen, aber irgendwie so richtig cool. Also das müsst ihr riechen. Wer Duftproben will, ich habe den Duft noch da, ist Duftproben. Genau, ich habe die ganzen Düfte, ich habe noch ein paar Duftproben da. Wer von diesen Bring Back My Bar Düften, also die wo es jetzt in der Webseite gibt, die habe ich alle da. Die, wo man im Sensi Club, wo es nur für Sensi Club Abos gibt, da will ich nämlich später jetzt mit euch reinschauen. Die habe ich nicht, da will ich mir welche bestellen, die wo mir gut klingen. Auf alle Fälle Almond Cream. Den auf alle Fälle. Also der ist richtig interessanter Duft. Das ist auch so ein Duft, wo man vielleicht nicht immer mag. Also der ist schwierig, aber irgendwie ist der auch toll und ich weiß, dass ich das bereue, wenn ich den nicht nehme. Weil der halt irgendwas hat. Der hat dieses gewisse Etwas. Mein Mann hat auch das gewisse Etwas, diesen Charme. Ja, dann haben wir noch den Cherry Vanilla. Der war Kirsche, Vanille. Ja, vorher gerochen. Oh, Kirsche. Ich stehe gerade auf Kirsche. Vanille ist halt immer so, Vanille, ja, okay, aber ich bin jetzt nicht so der extreme Vanilleliebhaber, aber auch kein Vanillegegner halt. Vanille, okay. Aber der Kirschvanille, war das der mit dem weißen Schokoladeneis? Da müsst ihr jetzt gerade mal schauen. Das Blöde ist, jetzt gehe ich mit euch die Düfte durch und da habe ich schon ein Video gemacht. Also, ihr müsst echt vorspulen. Ihr guckt dann, ob ich da immer noch von den Düften schwafel. Also, aber ich will noch mal riechen, bevor ich bestelle. Genau. Und vielleicht geht es dem anderen auch so, dass er nochmal wissen will, wie waren die Düfte nochmal. Dann schreibe ich es mir nochmal schnell raus, welche was sein könnten. Weil ich habe Angst, dass die Zeit dann abgelaufen ist und dann sind die Düfte weg. Eine bezaubernde Mischung aus kandierten Kirschen, und gebrannten Mandeln, umhüllt von Eis aus weißer Schokolade. Genau, dieses weiße Schokoladeneis und diese gebrannten Mandeln. Ah, das war die Mischung. Und kandierte Kirschen. Ah, den brauche ich auch. Also auf alle Fälle brauche ich den im Club. Den bestelle ich so, den bestelle ich so, den brauche ich im Club und bestelle ich so. Okay. Dann der Pink Tulips. Genau, Pink Tulips, der ist richtig toll. Der hat mir an was erinnert, wo ich nicht wusste, was, aber jetzt hat jemand letztens gesagt, vielleicht erinnert mich der an den Duft Mad About Magnolia, weil der ist auch rosa mit Magnolie. Und der ist so süß. Oh, der ist auch so lecker. Aber der ist eher so süß oder auch für Mädels, auch für Kinder, könnt ihr mir den vorstellen, für so kleine Mädels auch und für große Mädels. Für Männer, ich weiß nicht, ob die den mögen. Für Männer ist der andere Duft, den wo mein Mann will. Den mag ich eigentlich gar nicht so. Aber den werde ich auch nochmal bestellen, weil den mein Mann mag. Pink Tulips. Und zwar dieser klassische. Ich kann nicht mehr lesen, das ist so anstrengend. Oh, ist das blöd. Tulpenblüten zählen zu den ersten Frühlingsboten im Garten. Sie bringen den Übergang in die neue Jahreszeit zu richtigen Schwung. Feiern Sie die beliebte Blüte mit einer duftenden, ist das ein langer Text, einer duftenden Huldigung. Das ist geschrieben, Mama. Abgerundet durch. Also manchmal muss ich echt lachen, wenn ich dann denke, was die, wie die das beschreiben. Abgerundet durch Akzente von frischem Apfel, saftiger Himbeere und einem Hauch nächtlicher Jasminblüten.
Okay, so viele Infos auf einmal. Das ist ja fast wie bei diesem Duftsausen-Evening, wo so viele Duftdinger sind und da ist die Duftbeschreibung so lang. Also eigentlich ist nur drinnen Apfel, frischer Apfel, saftige Himbeere und Jasmin. Ein Hauch nächtlicher Jasminblüten, genau. Also frischer Apfel, Himbeere, Jasminblüten. Und der ist wirklich angenehm, leicht. Hi Sabrina, wie geht's mir so? Nicht so toll. Aber das wird hoffentlich halt wegen der Augen. Die Augen geht es mir nicht so toll. Und ich gucke, dass ich relativ schnell das Video jetzt noch mache, weil ich schaffe es sonst nicht. Meine Augen, ich muss die Augen wieder zu. Ich kann ja schlecht so die ganze Zeit das Video machen. Das wäre wahrscheinlich auch mal lustig. Aber die schauen eh, oh, ich muss die Augen dann wieder zumachen und das Licht aus. Und oh, das ist so schrecklich. Also muss echt noch mehr schlafen. Brauchen die Augen noch mehr Ruhe? Ich weiß nicht. Ich hoffe, dir geht's gut, Sabrina. Tut mir leid, dass ich gerade mit so vielen nicht schreibe. Normal schreiben mir alle immer und quatschen, wie es allen geht. Und ich schaff's sonst nicht mehr. Ich bin so kaputt. Also, es tut mir echt leid. Aber ich hoffe, das wird bald besser. Also, ihr habt alle nichts falsch gemacht. Das heißt, ich mal fragen. Also, es ist ein ganz zarter, angenehmer, leichter Duft. Wer gerne leichte Düfte will, nicht so aufdringlich. Pink Tulips ist super. Dann haben wir. Oh, den Custard Apple. Oh, den fand ich auch toll. Oh ja, sehr frisch. War das das mit der Mango? Mango und Apfel? Custard. Custard, Custard Apple. Weiß nicht immer, wie man schreibt. Custard Apple. Oh, Ananas. Ja, drum, mein Mann mochte es nicht. Der mag nicht so gern Ananas. Ananas, Zuckerrohr und Mango feiern die Essenz von Custard Apple ein. Also ist irgendwas mit Apfel auch, oder? Ist das eine Apfelmarke wahrscheinlich? Ich kenne mich da nicht so aus. Aber Ananas, Zuckerrohr, Mango. Oh, das ist Sensi Club. Sensi Club und so bestellen. Da brauche ich gar nicht lange überlegen. Der ist so toll. Das ist voll mein Duft. Mir geht's gut. Hoffe, dass mit deinen Augen geht schnell wieder besser. Ja, das hoffe ich auch. Benutzt du irgendwelche Salben oder Tropfen für die Augen? Ja. Ich habe zwei verschiedene Nachtsalben. Drei verschiedene Augentropfen und nochmal 2er 10er-Pack-Augentropfen, nochmal 10er-Pack-Augentropfen. Also ich habe so einen ganzen Stapel mit Augentropfen. Und immer habe ich wieder welche gehabt, dann war ich ja nochmal zum Arzt gegangen, weil es so schlimm geworden ist. Dann habe ich bessere gekriegt, die waren jetzt echt super. Also seit einer Woche oder seit 5 Tagen so, war super toll und seit gestern geht es jetzt wieder los. Oder vertrage die Wimperntusche nicht mehr, die Schminkerei, ich habe keine Ahnung, was los ist. Oder ich mache einfach zu viel. Zu lange wach, zu viel Bildschirm, Handy, ich weiß es nicht. Aber ich habe ganz, ganz viele Augentropfen. Also ich glaube, ich wollte heute schon fast zum Augenarzt nochmal fahren, weil es so schlimm war. Aber ja, man muss halt abwarten. Also es ist sehr unüblich, dass es so extrem trocken ist, aber da muss man halt wohl Geduld haben. Und bis 4 Monate ist eh normal immer mit Sehschwankungen, mit trockenen Augen. Also bis 4 Monate ist eh und es ist ja erst 2, 3 Wochen her. Also von dem her muss ich mir wohl noch Zeit geben. Ich hoffe, dass sonst alles passt. Ja, sie ist ja wenigstens sonst. Gott sei Dank. So, Johnny Appleseed, mein Lieblings-Counterclean-Duft, einer meiner Lieblinge. Da weiß ich nicht, ob ich den jetzt als Duft unbedingt brauche. Also ist sehr, sehr toll, frisch rein. Aber ich glaube, dass ich da lieber mein Counterclean nehme, weil dieser kühle Duft, weil der wird ja dann warm. Warm war er auch gut, also ich mag diesen Duft und liebe den, aber ich glaube, mir reicht das als Counterclean. Wenn ich dann so frisch geputzt und das ist einfach mein Duft fürs Putzen, den liebe ich und. Hallo, mein Schatz. Oh, was los? Kannst nicht schlafen? Ich will zu dir herkuscheln. Dann komm mal her. Kuschel. Mein Kuschler, dann dauert es wohl was länger bei deinen Augenfalten. Ja, genau, also ich denke, dass es dann einfach länger dauert. Aber du sollst schlafen, weil wir haben jetzt ausgemacht, dass jetzt zwischen 7 und 8, ja, jetzt ist es wieder 8:30, dass er früher ins Bett geht, der jetzt an den Kindergarten losgeht. FC Bayern. Meine Lieblingsmannschaft. Ja. Gell? Super von der Madeleine, dass die uns die T-Shirts gehabt hat, dass der die abkaufen konnte. Gell? Hast du auch endlich einen. FC Bayern T-Shirt. Aber jetzt gehe ich wieder ins Bett, okay? Und nach dem Video komme ich zu dir und kuschel mich hin und deck dich zu und gebe dir einen Kuss. Ob du schläfst oder nicht, ich komme zu dir noch kurz, gell? Und wenn ich nicht schlafe? Dann bleibst du halt wach, aber bleibst halt ein bisschen im Bett liegen. Vielleicht wirst du ja müde und kannst mit dem Pua kuscheln.
Nein, nicht müde. Und dich da quatschen. Ich bin nicht müde, ich tue nur quatschen. Ja, dann tust du ein bisschen quatschen mit deinen Kuscheltieren. Gell, mein Schatz? Dann bis später. Gute Nacht. Buonanotte. Buonanotte, ich muss ins Klo gehen. Ja, dann geht's aufs Klo. Ti amo. So. Mach noch ein bisschen Kaffee. Ja, mach das. So. Gucke, dass nur nicht so trockene Luft ist, ja. Dann kann die Augen auch noch mehr reizen. Ja, das ist gerade die Heizungsluft ja auch noch. Ah, ich könnte mal das Fenster hinten schnell aufmachen. Das meine ich schnell. Ah, das Video wird so lang schon wieder. Ich will nicht, dass alles so viel vorspulen müsst. Bin schon am Überlegen, ob ich stoppen soll, weil jetzt ist die Sensi Club Bestellung gar nicht drauf. Ich glaube, das Video könnt ihr abändern zu. Dürft ihr nochmal schnuppern, bevor es mit dem Sensi Club losgeht. Oh. Ganz schlimm. Ja, also Johnny Appleseed ist wirklich super, aber ich glaube, den nehme ich nur als Counterclean ganz normal weiter. Fiesta Lime, den habe ich als Badreiniger gehabt. Als Badreiniger war mir zu intensiv, wahrscheinlich wegen diesem Ingwer. Also dieser Ingwer war für mich zu stark. Der ist sehr frisch, sehr, sehr mit Zitronengras. Aber dieser Ingwer, also das ist wirklich so wie Ingwer-Zitrus-mäßig das halt ist. Also es ist sehr, also mir ist der fast zu viel. Ja, ich weiß nicht, also, der ist mir zu viel, glaube ich. Also, als Badreiniger habe ich mir auch nicht ein zweites Mal geholt. Ich glaube, als Duft hole ich es auch nicht mehr. Dann haben wir noch Coco-Lime, da bin ich so am Überlegen, weil ich ja den Custard Apple so toll finde. Der ist schon auch irgendwie toll wieder. Coco-Lime. Muss man mal lesen. War das mit Limette und Kokosnuss oder so? Der ist halt auch so was Frisches, so was Zitrisches. Kokosmilch und cremige Vanille erhalten dank frischer Limette einen Energieschub. Das heißt, ich schnuppe jetzt immer da, kriege Energie. Genau, sonst wünsche ich dir gute Besserung. Dankeschön. Ah ja, der ist echt... Oh, der ist auch voll gut. Der kommt ins Sensi Club oder zum Bestellen nochmal. Eins von beiden. Tu mal zum Bestellen und dann überlege ich nochmal. Der ist auch echt toll. Banana Berry, die Packung ist schon leer, aber der Duft riecht immer noch. Der ist mir zu bananig. Erdbeere, Banane ist sonst echt super. Fruchtig, süß, aber ich mag diese, wenn es dann warm wird, diese warmen Bananengeruch. Der ist mir zu intensiv. Also ich esse Banane gern, ich mag auch Bananenmilch, aber das ist warme Banane im Raum, es ist nicht meins. Aber ganz viele haben gesagt, oh, die lieben, wo Banane lieben oder Bananenduft unbedingt wollen. Banane mit Erdbeere ist sonst richtig toll, aber mir ist zu. Also ihr könnt gerne noch zuschlagen. Dann haben wir noch den Sweet, ja, Sight, was nicht, S-U-I-T. Ich wollte mal Sweet sagen, aber spricht mir nicht wie Sweet. Sweet and Thai, Sweet, oh Gott, Sweet and Thai vielleicht. Das heißt, glaube ich, wohl Krawatte in Anzug. Genau, das ist dieser maskuline, männliche Duft. Den, ja, ich weiß nicht, ich brauche den nicht in der Wohnung. Aber mein Mann findet den, ja, wohl, riecht so gut, so nach frisch geduschten Mann. Wenn mein Schatz hat irgendein Parfüm gehabt, wo so riecht in der Anfangszeit. Und mein Mann hat das auch gesagt, aber er kommt nicht drauf, welcher Duft es war. Aber den werde ich mir halt nochmal einmal holen, weil mein Mann den toll findet. Aber fürs Bad oder vielleicht fürs Schlafzimmer oder das Wohnzimmer. Mal so ein maskuliner Duft, dass ich einfach mal was zum Wechseln habe. Wenn ich was Frisches habe, dass ich dann so wie frisch geduschter Mann. Da meinte er nur, ich habe hier noch einen Lover daheim. Wer riecht da so? Was ist das für ein Männerparfüm? Magst du nicht? Mag ich nicht. Den Duft, oder? Maskuline Düfte. Ah ja, ich muss schauen. Also ich glaube, den werde ich halt einmal für meinen Mann bestellen und dann passt es. So, mache ich jetzt Stopp. Was meint ihr? Soll ich jetzt mal stoppen und nochmal ein extra Video machen, wie ich Sensi Club Abo erstellen? Sagt mir mal Bescheid. Ich tue mir mal schnell dabei Augentropfen rein. Ob ich da mal schnell einen Cut mache. Aber ich glaube, das wird zu lang. Ich weiß nicht, ob da jeder Bock hat, vorzuspulen. Ich stelle das schneller hin und will mal meine Augentropfen. Thank you.
das Blöde, die Augentropfen, die kommen auch nicht mehr so viel, also die brennen auch. Ich weiß nicht, oder haben vielleicht eine Entzündung, vielleicht doch mal nachschauen lassen, dass sie was eher Entzündungshemmendes braucht, als wie Feuchtigkeit. So, es ist ja immer zeitverzögert, aber hat niemand geschrieben, jetzt weiß ich auch nicht. Wir gucken mal, der weiß am Schrein, was ich denn so Tolles in meinem Abo drinnen habe. Okay, dann machen wir das mal. Dann sieht man mich auch nicht so. Es ist bloß die Frage, das kann man oft so schlecht erkennen. Ja, ob man das so scharf sieht, sonst muss ich echt mit dem Bildschirmrekorder am Handy machen. Aber wäre es für euch größer? Mal schauen, wie ich es mache. Und zwar, ich habe es alle 2 Monate ja jetzt. Das ist das, glaube ich, von mir. Also ich habe es einmal über meinen Mann und einmal über mich. Und zwar habe ich da noch den Vajana-Duft, Moana. Beach Daisy habe ich noch drinnen. Das war nur ein Sommer Bring Back My Bar-Duft eben. Der war auch so toll. Coconut Vanilla Orchid. Ah, oh, den liebe ich auch. Twiftbox habe ich mir zum halben Preis rausgesucht, weil ich über 85 Euro habe. Da hast du einen Artikel zum halben Preis frei. Und dann nehme ich meistens die Wiffbox. Go Glam habe ich noch drinnen. Give Me Passion Flower. Rockin' Ruby Ratz. Mad for Melon. Make a Splash. Den werde ich wahrscheinlich vermutlich rausholen. Also wegtun. Und wenn das Zeichen dran ist, kann ich den nicht mehr zurückholen. Genau. Dann habe ich Aladdin Duft drinnen. Den Ursula Duft noch drinnen. Den Oben Duft. Also den ab. Und noch den Icicle in Evergreen. Den gibt es ja aktuell noch. Und den werde ich jetzt nur eine Zeit lang drin lassen, weil es ja auch so waldmäßig ist. Das erinnert mich ja immer, meine Mami die Haare wäscht mit Eukalyptus-Tannenduft, weil der halt oft immer so Latschen, Kiefer, Bart sonst auch mal genommen hat im Winter. Oder ja, erinnert mich einfach an die Zeit von uns früher und darum habe ich den drinnen. Und ich weiß nicht, ob ich ihn immer jetzt haben will, aber vorerst ist der jetzt mal drinnen. Dann habe ich hier 147 Euro kostet es normal und ich habe einen Rabatt jetzt gekriegt, weil es ja 10% Rabatt gibt und ein Artikel zum halben Preis, 31,50 Euro, wo ich mir gespart habe. Also, Muster abgezogen hat, dann hast du ganz normal deine Versandkosten und dann habe ich insgesamt 122. Und hier könnte ich den Intervall ändern. Also, ich habe ja von monatlich immer gehabt auf zweimonatlich. Ihr könnt es jetzt noch ändern auf vierteljährlich. Ich könnte es theoretisch auf monatlich ändern, aber das geht mit diesen Düften nicht mehr, die wo hier, die werden jetzt nur noch zweimonatlich produziert. Ich kann es nicht mehr, also dass ich da wieder mehr will. Ich kann das nicht erhöhen. Ich kann auch nicht die Monate wieder erhöhen. Zurück geht immer. Also wenn ich sage, ich brauche die jetzt nicht mehr alle 2 Monate, will ich nur noch alle 3 Monate. Das geht, aber ich kann nicht mehr von 3 auf 2 oder auf 1 Monat zurück, wenn ich solche Zeichen dran habe. Weil da steht dann dran, dieser Sensibar ist nicht mehr verfügbar. Sie erhalten diesen Artikel nur, solange er sich in Ihrem Sensi-Club-Abonnement befindet. Die Menge kann nicht erhöht werden. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Darum habe ich mal bei ein paar Lieblingsdüften oder wo auch Kunden von mir was wollten, dreimal einen Duft zum Beispiel gehabt und dann reduziert, wenn die nicht mehr braucht haben oder wenn ihr auch genügend da gehabt habt und nicht mehr braucht haben, habe ich das von lieber auf 2 zurück und dann am Schluss auf 1. Das habe ich zum Beispiel beim Vajana-Duft gemacht. Den hatte ich vorher 4-mal drinnen oder ein Cozy Cardigan hatte ich damals 5-mal drinnen. Den habe ich dann, der kam ja dieses Jahr zurück, aber der verlässt uns ja jetzt im Februar wieder. Verlassen uns ja viele Düfte jetzt. Gibt so viel, was ich noch hinzufügen will. Also hier weitere Artikel hinzufügen. Und ja, es verlassen uns einen Haufen Produkte. Wir haben die Bring Back My Bar Düfte, die normalen. Und die Bring Back My Bar Düfte nur für den Sensi Club. Und Duft des Monats. Und das sind so viele Sachen, wo ich eigentlich will. Und es kostet so viel Geld. Oh, mein Akku ist gleich leer. Sollen wir noch schnell rübergehen? Den Laptop hatte ich nicht schnell mit. Sonst haut es mir das nur weg. So, ich nehme mal schnell mit. Dann gehen wir schnell ins Büro und stecken das schnell an. So, Licht an. Naja, dann habt ihr halt heute ein privates und Sensi-Video. My Sensi-Life. Mit meinen Augen zurzeit, gell? So, jetzt. Mach ich so her. Obwohl es halt am Handy viel besser zum Erkennen ist. Ich weiß nicht, ob man das dann so erkennt hier. Da muss ich
mal gucken. Und hier hinten habe ich meine Bring Back My Bar Düfte noch. Wer da noch was will, der kann mir gern dann nur privat am besten schreiben. Genau. So, jetzt drehe ich euch mal nochmal um. Hier. Ah, da könnte man sogar zoomen. Aha. Aber ja. Ach, das ist immer so schwer. Ich weiß nicht, ob ich es nicht doch am Handy dann mache und Bildschirmrekorder hinzufüge. Also hier ist auf alle Fälle mein Almond Cream, wo ich unbedingt haben will. Cremige Mandel mit verführerischer weißer Kirsche und Kokosmilch. Oh, der klingt so lecker. Und den werde ich mir auf alle Fälle holen. Achso, da wollte ich ein extra Abo erstellen, wo ich mir die Düfte sichere. Den Apple Crush, ich glaube, den wollte ich auch mal austesten. Den gibt es nämlich nur im Sensi Club eben. Ja, genau. Ein Doppel aus grünem Apfel und lieblichen Apfelblüten. Ich wollte doch so einen reinen grünen Duft. Da haben wir ja den einen, wo ich letztens vorgelesen habe, gehabt. Aussie Plum. Den habe ich auch erst gehabt. Von einem anderen Bring Back My Bar Aktion. Eine Mischung aus saftiger Pflaume, Pink Grapefruit und herben Granatapfel mit Vanille. Also auch sehr fruchtig. Mit der Grapefruit, Granatapfel, so leichte Herbe, also der ist auch richtig, richtig toll, vor allem wenn man nicht nur das Süße mal will. Also richtig toller, fruchtiger Duft. Nehme ich den einmal dann, oder nicht? Banana Berry, genau, was ist denn da? Berry of Paradise, genau, den gibt es auch noch im Sensi Club. Das ist leckere, gezuckerte Erdbeere, oh Gott, Strelitzie und Vanilleschote. Den müsst ihr halt gucken. Erdbeere mag ich gern, Vanilleschote. Ich vermute, vielleicht ist das so ähnlich wie der Pink Tulips. Der ist auch so rosa. Muss ich mal probieren. Genau. Und das sind die ganzen Düfte, wo man sich halt jetzt noch sichern kann, wo es nur limitiert gibt, solange der Vorrat reicht und beziehungsweise jetzt im Sensi Club hinzufügen kann. Black Forest Pine, das ist ja auch dieser andere Tannenduft. Black Cherry Bourbon, das war ja der, wo ich so überraschend toll fand, weil immer wenn sowas mit Alkoholisches mit drinnen ist, ist das immer so eine Sache. Da ist ja dieser Bourbon drinnen und das war nicht so intensiv, also der war echt toll. Schwarzkirsche, Bourbon und Mandelcreme, also viel mit Kirsche und Mandel. Das harmoniert so toll, bilden eine reichhaltige und traumhafte Kombination. Also der war auch ganz toll, den werde ich auch im Sensi Club oder mich nochmal jetzt vorher eindecken. Da muss ich auf alle Fälle schauen, wie ich das mache. Dann genau, Blueberry Cheesecake, Cherry Vanilla, Chocolate, Coconut Cream. Den habe ich auch schon zu Hause, aber die Saison ist für mich fast schon zu vorbei. Dieses Kokosnuss, Schoko, ja. Ich mag eher sowas Helles. Ah, der Crazy Coconut. Kokosmilch, gemischte Früchte und Vanilleeis. Lecker. Ja, der ist bestimmt auch lecker. Also ich glaube, das sind echt so... Muss ich die jetzt doch alle nehmen? Oh, ich will nicht immer so viel nehmen. Weißt du, wo fängst du an, wo hörst du auf? Aber klar, warum soll es mir anders gehen wie euch, gell? Das denkt ihr euch wahrscheinlich auch mal. Was war denn da noch? Flower Child? Ah, ich glaube, das war ein blumiger Duft. Der war nicht interessant, oder? Süße rote Beeren und wilde... Gardenien, ich weiß nicht, ob die da Geranien, gibt es Gardenien auch? Und Sandelholz. Sandelholz, Gardenien und rote Beeren, klingt auch interessant. Also das könnte natürlich eines sein, wo vielleicht nicht so meins ist, aber es können natürlich voll die Überraschung und voll gut sein. Also wenn ich mich nicht entscheiden muss, dann zwischen welche lasse ich den vielleicht weg. Hibiscus Water. Ah, den habe ich, glaube, war der nicht in der Schatztruhe kurz gewesen? Apfel und Hibiskus, ja. Toll in einer wohltuenden Mineralwasserquelle herum. Genau, weil der hat von der Duftbeschreibung nicht schlecht klungen. Und den habe ich mal geholt. Oh, es gibt so viele Düfte. Ich glaube, ich brauche nicht immer alle 100.000 Mal. Es gibt immer wieder so viele neue Düfte. Ich kriege die immer alle gar nicht verbraucht. Ich glaube, ich muss echt mal alle 3 oder 5 Tage die jetzt wechseln. Nicht nur einmal in der Woche. So, Lime and Sugar Crane. Ich glaube, das war auch noch einer. Ein Dreiklang aus Limette, Zuckerrohr und gefrorener Minze. Der könnte auch nicht schlecht sein. Wie so ein Cocktail-mäßig. Limette, Zuckerrohr und Minze. Oder wie so ein Hugo oder irgendwie so in die Richtung, könnte ich mir das vorstellen. Dann ist mein geliebter Mediterranean Spa. Den nehme ich auf alle Fälle. Der Opal Flowers, den hat sie letztens immer wieder bestellt, weil der hat der Duft des Monats ist schon länger her. Und ich sagte, oh, gibt es den Duft noch, weil die fand den so toll. Die hat den jetzt erst so spät getestet, genau. Da ist der Pink Tulips. So, was hat man da noch alles?
Ah, das ist der Duft des Monats Januar. Ah, den wollte ich unbedingt nur, den Unicorn Kisses. Den nehme ich auch nur, weil einfach ein Einhorn drauf ist, ehrlich gesagt. Der kann natürlich zu süß sein, aber er klingt auch nicht schlecht. Dieser Fantasieduft beweist, dass alles möglich ist. Mit pinker Wassermelone, Kirschlolli und regenbogenfarbener Rose. Also den werde ich auf alle Fälle austesten. Unicorn Kisses. Ah, dann war es das da schon. Vanilla Blackberry, der war damals auch echt toll. Mal schauen, ob ich mir den noch hole. Oh, hi Elina. Danke für die Herzchen, wer das auch immer war. Elinchen. Genau. Nee, da werde ich dann mir das jetzt hinzufügen. Ich glaube, da mache ich mir ein extra Abo. Oder mache ich jetzt doch noch ein extra Video, wo ich euch das zeige, weil es so voll ist. Ich glaube, ich mache echt euch ein anderes. Also da seht ihr, das nur für Verbrauchsprodukte. Da seht ihr mal alles. Swiftbox, Duft des Monats, aktuelle Angebote, wo es jetzt gerade noch aktuell gibt. Hier sind die normalen Bars. Da verlassen uns ja einige zum Februar hin. Also die Auslaufliste, da könnt ihr gerne nochmal durchschauen oder mir Bescheid geben, wenn ihr das wollt. Carbars, Carbaclip, Duftöle, Duftblumen, Sandpacks, die Duftsäckchen. Die Pots, die Wäscheduft, die Putzmittel, Body, Pflegeserie, für die Hunde diese Glühbirnen könnt ihr da im Club günstiger holen, beziehungsweise 2 von 70. Wenn ihr 42 Euro habt, kriegt ihr ja die 10% Rabatt. Und dann könnt ihr ja auch mal eine bunte Glühbirne, wenn ihr austesten wollt, oder wenn ihr sagt, ihr habt eine Lampe, sicherheitshalber eine Ersatzglühbirne, dass man einfach eine da hat und dann kommt man da auch nochmal günstiger ran. Genauso gibt es diese Cotton Clean-Up, wo man dann auch für die Duftlampe das Wachs, das saugt bis zu 4 Duftlampen Wachs auf. Diese Cotton Clean-Up, die gibt es jetzt wieder, die waren eine Weile jetzt immer ausverkauft. Hallo Luca. Hallo. Ich werde nicht schauen, wo du bist. Achso, ich bin im Büro, aber du sollst ins Schlafzimmer gehen, mein Schatz. Warum? Schlafzimmer, ins Kinderzimmer. Und da ist noch der Luftreiniger-Ersatzfilter. Wenn ich den jetzt mal brauche, ich habe ja seit August meinen Luftreiniger, den habe ich noch nicht gebraucht, aber dann werde ich mir, glaube ich, den zum halben Preis dann holen, anstatt die Wiffbox, und dann habe ich da mal einen Ersatzfilter dann mal. Da werde ich mir den holen, wenn der dann fällig ist. Aber bis jetzt habe ich noch keinen gebraucht. Also ich habe seit August immer noch meinen Luftreiniger. Voll gut. Genau, Zuckerpeeling, Badesalz, also da könnt ihr echt durchschauen, die ganzen Produkte. Oder nach Kategorien Düfte könnt ihr gucken, wenn ihr da wollt. Genau, jetzt gehen wir mal zurück zu Sensi Club Informationen. Ich glaube, wir machen hier jetzt einfach mal Stopp, weil das so viel Ding ist. Und dann mache ich ein neues Video und zeige euch, wie wir hier Abonnement erstellen. Also hier gibt es Startseite lauter Infos. Und genau. Dann tun wir da einfach Neues erstellen. Also ich bin noch angemeldet, da muss ich mir erst dann noch ausloggen. Und dann mache ich einfach ein neues Video. Genau, weil ich glaube, das ist sonst echt blöd, wenn das da so viel Zeug ist. Genau. Aber ich glaube, da mache ich ein neues und dann kann man ja sich das andere dann anschauen. Genau. Na gut. Also dann macht es mal gut. Und warte hier. Danke fürs Zuschauen. Und oh, ich muss gerade schauen, wie ich das jetzt noch mache. Hab mich nervt das jetzt, ich habe so viel gelabert wieder. Mich nervt es so, dass ich so viel geredet habe wieder. Und das Video eigentlich total umsonst war. Nicht so, wie ich es eigentlich wollte, aber die Augen, die machen mich echt fertig. Und ich kann auch da so schwer nachdenken. Also es ist echt schwierig. Oh, danke dir auch, Sabrina. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ich schau mal. Also ich glaube, ich mache das echt nochmal extra. Ich glaube, das mache ich am Handy, mache Bildschirmrekorder, wenn es geht. Und dann sieht man die Produkte auch genau und alles. Und dann ist das schärfer als wie hier am Bildschirm. Genau, und dann mache ich da einfach ein extra Video und sonst gucke ich mal. Genau, na gut, dann macht es mal gut. Achso, dann kann ich ja nicht nochmal live gehen, weil sonst wäre ich jetzt nochmal zweites Mal live kommen und dann hätte ich es nochmal gezeigt. Aber ich glaube, das mache ich so und lade es dann extra noch hoch. Genau, ja, mache ich so. Nochmal Augentropfen rein. Oh, am liebsten würde ich das morgen machen, aber morgen habe ich Spätschicht. Und Vormittag, da will ich nicht wieder am Handy sein, wenn meine Jungs, wenn wir nur Vormittag so von 9 bis 11 uns nur haben, die 3-4 Stunden. Oh, danke schön für die Herzchen. Ja gut, dann macht es mal gut. Oh, meine Augen, ich kann mich nicht sehen. Das ist so schrecklich. Oh, ich rede die ganze Zeit davon. Hab ich denn die Zettel mal ein? Ja, das macht ja nichts. Ja gut, also dann schaue ich jetzt, dass ich den noch schnell ins Bett bringe oder zu dem noch kurz gehe
Und ja, voll die Umstände. Der kann noch gar nicht schlafen, weil er immer bis 10, halb 11 wach wird. Und der muss jetzt so langsam mal gucken. Jetzt ist auch schon wieder 9. Wenn jetzt Kindergarten los ist, dass er da früher ins Bett geht wieder. Also dann macht es gut. Bleibt vor allem gesund. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ja. Sammelbestellung. Die nächste Sammelbestellung mache ich selber am Montag, 10. Januar, weil da kommen ja die Valentinstagskollektion raus und da würde ich selber bestellen. Also wer gern alles was bestellen will, der kann mir jetzt die Bestellungen nur durchschicken. Dann tue ich die gleich mal dann aufschreiben und dann schon mal vorher in den Warenkorb rein. Diese 10% Sachen kann natürlich jederzeit ausverkauft sein oder Sachen aus der Schatztruhe, also auch für die Sammelbestellung, die sind ja nicht gesichert. Aber falls jemand noch was will, wo hier bei mir in der Gegend kommt, dann gibt es ja Bescheid, dann kommt das alles zu mir und dann könnt ihr es abholen oder ich bringe es euch vorbei. Da gucken wir dann mal, also die Sammelbestellung rentiert sich eigentlich immer nur für die, die wo hier in der Gegend wohnen. Genau wegen der Versandkosten, das jetzt nicht, wenn die sagen, ha, die wollen nur zwei, drei Düfte haben und dann die 7 € Versandkosten, dann sagen, komm, mach mal Sammelbestellung, könnt ihr mitbestellen. Wenn es dann nur ein paar so Kleinigkeiten sind, sind ja immer die 5% Versandkosten sonst. Genau. Und ja, jetzt noch die 10% sichern. Die gibt es ja jetzt nur noch. Wirklich, die ersten Sachen sind ja schon ausverkauft, leider. Und die kommen ja auch nicht mehr zurück. Also, gerade diese Auslauf-Herbst-Winter-Sachen kommen ja dann nicht mehr zurück. Nur ein paar Sachen, die wo halt im Katalog bleiben, die kommen natürlich wieder, aber der Rest halt eben nicht. Auf Kombinieren und Sparen habt ihr auch die 10%. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir einfach. Es dauert gerade halt immer ein bisschen länger. Ich versuche dann nochmal zu gucken gleich, aber ich muss dann die Augen, also mir ist das heute schon wieder zu viel. Ich mache jetzt die Augen dann zu und werde wahrscheinlich so im Bett liegen beim Luca. Und ja, das Licht blendet auch. Das Licht, ich bin normal nicht so lichtempfindlich. Aber das ist die heute und gestern ganz komisch. Hoffentlich wird es bald wieder. Na gut, also dann macht's es gut und dir auch schönen Abend, Nicolina. Und bis dann. Tschüssi.